Das Thema Elektromobilität nimmt mehr und mehr Gestalt an. Und jetzt zeigt auch Audi das erste vollelektrische Fahrzeug, den Audi e-tron. Versprochen werden hier maximal 300 Kilowatt Leistung und über 400 Kilometer Reichweite. Was das Fahrzeug kann, was es auszeichnet und vor allen Dingen, ob wir diese Reichweite auch wirklich umsetzen können, das schauen wir uns jetzt an. Bei der Entwicklung des Exteriordesigns des e-tron hat Audi sich bewusst dafür entschieden, den Wagen nicht sofort als Stromer erkennbar zu machen. Das heißt, wir finden hier sehr viele typische Audi-Merkmale, wie zum Beispiel den typischen Audi Single-Frame-Grill, jedoch hier beim e-tron in hellgrau und ganz wichtig, serienmäßig mit einem aktiven Kühlereinlass. Das heißt, hier ist so eine Art Jalousie verbaut, die öffnet und schließt sich, je nachdem, wie viel Luft das Aggregat braucht. Und das sorgt einfach dafür im geschlossenen Zustand, dass die Aerodynamik besser ist. Dann ganz wichtig, wir haben Voll-LED-Scheinwerfer in Serie im Fahrzeug verbaut. Optional gibt es noch die Matrix-LED-Lichter. Wenn wir uns den Rest vorne anschauen, ein schöner sportlicher Frontspoiler und natürlich hier unten das e-tron-Logo bzw. e-tron-Schriftzug im unteren Bereich des Kühlergrills. Das Thema Aerodynamik beim Fahrzeug ist extrem wichtig und deswegen finden wir auch hier diese zusätzlichen seitlichen Lufteinlässe. Die sorgen einfach dafür, dass das Rad und das Radhaus optimal angeströmt wird und sorgen auch dafür, dass die Verwirbelung an der Seite des Fahrzeugs optimiert werden und eben wieder den Luftwiderstand verringern. Wenn wir auf der Seite des Fahrzeugs sind, dann sprechen wir natürlich auch über die Radgrößen. Der e-tron kommt im Standard mit 19 Zoll Rädern, ebenfalls luftwiderstandsoptimierte Felgen. Es gibt hier fürs Fahrzeug optional aber auch 20 bzw. 21 Zoll Felgen. Und um das Thema Luftwiderstandsoptimierung auf die Spitze zu treiben, gibt es jetzt erstmals voll digitale Rückspiegel. Die sind bei uns montiert, die sind optional. Und wichtig ist, normalerweise hätte der e-tron einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,28. Mit diesen Spiegeln an Bord sind es nur noch 0,27. Am Heck finden wir zum einen den großen Dachkantenspoiler zusammen mit den seitlichen Flaps. Natürlich hier das Thema auch wieder Aerodynamik. Ich finde aber, macht auch optisch einen ganz guten Eindruck. Was mir richtig gut gefällt, sind die schönen schmalen LED-Rückleuchten. Wieder mit der Audi-Lichtsignatur. Und ganz wichtig, wir haben eine Verbindung zwischen den beiden Rückleuchten. Das ist in diesem Fall nicht wie bei anderen Fahrzeugen nur ein Reflektor, sondern wirklich eine aktive LED-Einheit. Wenn man dann aufs Auto von hinten schaut, aufs gesamte Fahrzeug, dann sieht man schön diese breit ausgestellten Schultern. Und das sorgt einfach dafür, dass das Heck des Fahrzeugs richtig schön kraftvoll dasteht. Der e-tron wird gespeist von einer 95 Kilowattstunden großen Batterie, die übrigens 700 Kilo wiegt und die im Unterboden verbaut ist. Und damit soll er nach WLTP eine Reichweite von über 400 Kilometern garantieren. Während unserer Testfahrt, wobei man fairerweise dazu sagen muss, wir sind die meiste Zeit Autobahn gefahren, mit 130, 140 bis zu 160 km/h, denn das ist hier wieder erwartend erlaubt, haben wir am Ende des Tages einen Durchschnittsverbrauch gehabt von 33,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und damit kommen wir bei dieser Fahrweise dann eher in die Größenordnung von 300 Kilometern Reichweite. Wichtig ist aber auch zu wissen, wenn ich den Wagen auf der einen Seite richtig prügel, dann sollte ich mich vielleicht mit 200 Kilometern Reichweite anfreunden. Wenn ich ihn jedoch ruhig fahre, zum Beispiel 110 oder vielleicht maximal 120 auf der Autobahn oder auch gemütlich auf der Landstraße, dann liegen diese 400 Kilometer Reichweite absolut in realistischer Entfernung. Also für die Lebensdauer, die Batterie ist ausgelegt auf den kompletten Lebenszyklus von dem Fahrzeug. Das heißt, die Batterie, der Kunde kann mit der Batterie das tun, was er möchte. Das heißt, er kann sie laden, wie er sie möchte, er kann sie bewegen, wie er sie möchte. Und um das Ganze noch zu verbessern, haben wir auch ein sehr gutes und aktives Thermomanagement installiert. Das ist eine Batteriekühlplatte, die von unten an die Batterie angeklebt wird. Und diese unten angebrachte Kühlung ist natürlich auch, erhöht auch die Sicherheit vom Fahrzeug, weil natürlich die Flüssigkeit vom elektrischen Zellraum getrennt ist. Das heißt, wir haben zwei separate Räume geschaffen, um einfach, wenn ein Crash auftritt, kann die Kühlflüssigkeit quasi nicht in den Zellraum eindringen. Der optimale Arbeitsbereich von der Batterie ist ungefähr bei 20 bis 40 Grad Celsius. Da fühlt sie sich am wohlsten und da kann auch die optimale Performance abgerufen werden. Wie bei allen anderen Elektrofahrzeugen ist auch bei dem Audi e-tron die Rekuperation quasi das Mittel zum Glück oder viel besser zur Reichweite. Das heißt, beim Fahrzeug wird immer dann Energie zurückgewonnen, sobald ich zum Beispiel bremse oder bei einer Abwärtsfahrt einfach den Fuß vom Gas nehme. Das heißt, in dem Moment wird quasi der Elektromotor zum Generator und produziert Energie, die zurück in die Batterie geführt wird. Wie bei vielen anderen Fahrzeugen auch, habe ich hier die Möglichkeit, über Pedals am Lenkrad
unterschiedliche Rekuperationsstufen einzustellen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, entweder zu segeln, sobald ich den Fuß vom Gas nehme. Das ist so ein bisschen so, als würde ich beim normalen Benziner die Kupplung treten. Oder ich kann eine mittlere Stufe einstellen, dann rekuperiert das Fahrzeug schon. Sobald ich bremse, passiert das automatisch. Aber sobald ich den Fuß vom Gas nehme, reduziert das Fahrzeug schon leicht die Geschwindigkeit. Und ich kann eben die höchste Stufe einstellen. Dann ist es ein bisschen wie ein One-Pedal-Drive. Das heißt, sobald ich den Fuß vom Gas nehme, fühlt es sich an, als würde das Auto leicht bremsen. Wichtig hierbei ist, egal ob ich mit dem Pedal bremse oder über das Rekuperieren mit dem Fuß am Gas, das Fahrzeug verzögert über die Elektromotoren maximal mit 0,3G. Alles, was darüber hinausgeht, über zum Beispiel das Bremspedal, kommt tatsächlich von der echten Bremse. Es reicht aber in den meisten Fällen wirklich, wenn man nur über das Gaspedal arbeitet. Eine Sache noch, die mir auffällt, auch andere Fahrzeuge haben unterschiedliche Rekuperationsstufen. Beim Audi ist es so, selbst die stärkste Stufe fühlt sich eben nicht an, wie das Fahren mit der Carrera-Bahn, wo man praktisch den Fuß vom Gas und das Auto sofort langsamer wird. Das ist hier deutlich weniger, ist im normalen Fahren dadurch angenehmer, aber hat eben den Nachteil, ich kann nicht so stark verzögern, rein durch die Nutzung des Gaspedals. Der Audi e-tron bietet serienmäßig bereits ein Luftfederfahrwerk und das heißt, ich habe natürlich hier auch die Möglichkeit, unterschiedliche Fahrmodi auszuwählen. Und da gibt es nicht nur die Möglichkeit, besonders sparsam zu fahren, sondern auch besonders sportlich zu fahren. Und in diesem Dynamikmodus, da kommt natürlich bei dem Audi all das zur Geltung, was er einfach, sagen wir mal, unter der Haube hat. Nämlich, wir reden hier über bis zu 300 Kilowatt Leistung, wir reden über 664 Newtonmeter im Maximum und das natürlich ab Drehzahl 0. Und wenn man den Wagen hier zum Beispiel den Berg rauf fährt und sehr sportlich unterwegs ist, dann kann der Audi die Stärke einfach ausspielen, weil da kommt der Allradantrieb dazu und der Wagen gibt es die Leistung genauso ab, wie ich sie brauche. Das heißt, er beschleunigt sehr gut aus einer Kurve heraus, lässt sich jederzeit wirklich sehr ordentlich kontrollieren. Und ganz wichtig dabei ist, wir reden über ein Fahrzeug mit 2,5 Tonnen und trotzdem fährt er, wie Audi gerne sagen würde, wie auf Schienen. Wichtig ist aber, dass man das Auto zwar sehr sportlich bewegen kann, aber was ihm so ein bisschen fehlt, ist die Aggressivität, wie man sie zum Beispiel vom I-Pace kennt, der einfach nochmal knackiger arbeitet. Aber ich denke mir, auf der anderen Seite ist der Audi eher so der Wagen, der so ein bisschen über den Dingen thront und trotzdem eben die Möglichkeit bietet, sehr sportlich unterwegs zu sein. Also wie sieht das Laden im realen Leben zum Thema High-Power-Charging aus? Wir laden mit 150 kW. Typischerweise diesen Hub von 20% auf 80% praktisch durchgängig. Danach fällt die Ladeleistung ab. Aber diesen typischen Hub an der Autobahn, um mit 80% weiterzukommen, fahren wir quasi durch. Und damit ist das Auto in einer knappen halben Stunde wieder fast voll und Sie können wieder mehrere hundert Kilometer am Stück fahren. Wie sieht die Entwicklung der Ladeinfrastruktur zum High-Power-Charging aus? Ionity hat einen Aufbauplan, bis 2020 400 Stationen in Europa aufzubauen. Was wir von anderen Anbietern wissen, die ebenfalls im Aufbau begriffen sind, gehen wir davon aus, dass mindestens nochmal dieselbe Anzahl von Stationen hinzukommt. Also der Kunde kann davon ausgehen, bis 2020 werden ungefähr 1000 High-Power-Charging-Stationen in Europa zur Verfügung stehen. Also die Basislösung für das Zuhause-Laden. Bei uns ist unser Ladesystem kompakt. Damit lädt das Auto mit 11 Kilowatt. Das ist die normale Starkstromsteckdose, die der Kunde von zu Hause kennt. Das heißt, das Auto ist in etwa 8 Stunden, wenn es ganz leer ist, wieder voll. Also über Nacht ganz sicher eine volle Batterie. Die Option mit dem Ladesystem Connect beinhaltet 22 Kilowatt Laden. Damit wäre das Auto in 4 Stunden wieder voll. Das ist auch dafür gedacht, an der öffentlichen 22 kW Ladeinfrastruktur zu laden, wenn ich mal beim Mittagessen bin, wenn ich einkaufen gehe, um da doch etwas zügiger das Auto wieder voll zu laden. Der Audi e-tron hat serienmäßig das Virtual Cockpit an Bord. Das heißt, ich habe hier ein voll digitales Cockpit, das mir unterschiedliche Modi bietet, wie ich die Ansicht gerade haben möchte. Und das heißt, ich habe eine wirklich vernünftige, aufgeräumte Cockpit-Ansicht, die ich mir genauso konfigurieren kann, wie ich es gerade je nach Fahrsituation oder Anspruch haben möchte. Außerdem bietet der Audi das Gleiche, was wir zum Beispiel auch schon aus dem neuen Audi A8 oder A6 kennen, nämlich ebenfalls in der Mittelkonsole 2 große Touchscreens. Und zwar wichtig hier, Touch mit Response. Das heißt, ich drücke drauf und kriege tatsächlich so ein haptisches Feedback. Das ist ganz spannend. Wichtig ist hier, oberes 10,1 Zoll, der untere 8,6. Und die sind so angeordnet, dass sie wirklich fahrerorientiert sind und sich sehr ordentlich bedienen lassen. Außerdem hier im Fahrzeug der Wahlhebel hier in der Mitte, also so ein Shift-by-Wire-System. Das sieht im Moment so aus, als müsste ich den ganzen Hebel bewegen. Muss ich aber gar nicht, ich habe nur hier vorne diesen kleinen Bereich. Das lässt sich tatsächlich sehr schnell intuitiv bedienen und macht einfach einen sehr soliden, sehr ordentlichen Eindruck. Dann gibt es wie im Audi üblich eine große
Mittelkonsole hier, wo ich ordentlich Platz habe. Die ist an der Seite ein bisschen durchbrochen, macht das Ganze etwas moderner. Wie ich finde, aber auch unpraktischer, weil Sachen einfach leichter rausfallen. Aber auf jeden Fall genug Stauraum. Das Gleiche gilt auch für die Türen vorne wie hinten. Und ansonsten ist das hier ein wirklicher Audi. Bis auf die eine Sache, nämlich wieder diese optionalen Systeme mit den Kameras anstatt einem Außenspiegel. Und da ist es so, ich habe hier links in der vorderen Tür, im vorderen Türbereich, habe ich eben einen kleinen Monitor. Das ist ebenfalls ein Touchscreen, mit dem ich einfach mit einem Finger einstellen kann, wie quasi der Außenspiegel funktionieren soll. Das sieht sehr schön aus. Auch auf der Beifahrerseite macht einen sehr ordentlichen Eindruck. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich das Auto fahre, dann habe ich einfach nicht die perfekte Sicht auf diese beiden kleinen Monitore. Es ist sicherlich eine Gewöhnungssache, aber es funktioniert leider mit Lichteinfall und einfach dem Winkel, gerade hier auf der Fahrerseite, eben nicht optimal. Wie ich finde, trotzdem ein nettes technisches Feature und ansonsten ganz klar innen wie außen ein richtiger Audi. Die Materialanmutung und auch die Verarbeitung hier im Innenraum vom e-tron ist, kann man nicht anders sagen, typisch Audi. Ich finde richtig schöne Materialien, ich finde eine super Verarbeitung und ganz wichtig ist, das Auto ist extrem leise, weil wir haben halt einen E-Antrieb und da hört man natürlich jedes Knarzen, jedes Knirschen und das habe ich jetzt im Auto überhaupt nicht. Ich höre hier einfach nur mich selber und so ein kleines bisschen das Surren von der E-Maschine und das macht das Fahren im Fahrzeug natürlich extrem komfortabel. Thema Platzangebot hier im Audi e-tron. Ganz ehrlich, wenn man vorne sitzt, ist das ein typischer Audi. Man hat auch wie ich als großer Mensch mit 1,95 mehr als ausreichend Platz, sitzt richtig gut. Die Sitze sind sehr komfortabel, sehr gut einstellbar. Man muss ja dazu sagen, ich würde mir bei der dynamischen Fahrt ein bisschen mehr Seitenhalt wünschen, aber das geht wirklich nur darum, wenn man richtig sportlich unterwegs ist. Ansonsten sitzt man richtig gut im Auto. Lenkrad-Einstellung, typisch Audi, man kann das Lenkrad sehr nah zu sich ranziehen, hat damit das Auto durch die perfekte Sitzposition auch perfekt unter Kontrolle. Und ganz spannend hier beim Wagen, selbst hinter mir ist noch genug Platz für mich. Also ich kann da problemlos sitzen und das finde ich ist sehr angenehm. Das heißt, das Platzangebot hier im Auto ist wirklich sehr ordentlich. Wenn man die Motorhaube öffnet, dann sieht es hier fast aus wie immer. Aber wir sprechen jetzt nicht über den Motor, sondern über den Kofferraum. Denn hier vorne gibt es den ersten, sagen wir mal, kleinen Stauraum. Das sind 60 Liter. Die sind jedoch vornehmlich dafür gedacht, die Kabel unterzubringen, die ich zum Laden brauche. Wenn man sich den Rest des Stauraums anschaut, dann bietet der e-tron mit aufgestellter Rückbank 600 Liter. Klappe ich die Rückbank um, dann steigt das Ganze an auf bis zu 1720 Liter. Sicherlich kein Bestwert im Segment, aber dennoch, wie ich denke, ganz ordentlich. Und außerdem sprechen wir immer noch über ein elektrisch angetriebenes SUV. Mit einem Basispreis von 79.900 Euro liegt der Audi e-tron auf dem Preisniveau des Jaguar I-Pace und rund 20.000 Euro unter dem des Tesla Model X 75D. Der Audi wird mit einer 95 Kilowattstunden großen Batterie ausgeliefert und soll so eine Reichweite von mehr als 400 Kilometern bieten. Der Stromspeicher des Jaguar bietet 5 Kilowattstunden weniger, soll damit jedoch bis zu 470 Kilometer weit kommen. Beim Tesla gibt es in der Basis einen 75 Kilowattstunden Energiespeicher und eine Reichweite von 417 Kilometern. Gegen Aufpreis kann man hier jedoch auch eine 100 Kilowattstunden Batterie ordern, die dann bis zu 565 Kilometer Reichweite garantieren soll. Mit 4,90 Meter ist der Audi e-tron rund 22 cm länger als der I-Pace, aber dennoch 13 cm kürzer als der Tesla. Beim Thema Kofferraumvolumen liegt so auch der bis zu 2.494 Liter große Laderaum des Tesla vorne. Audi bietet maximal 1725 Liter und der Jaguar verliert mit 1453 Litern den Vergleich. Das war meine Probefahrt mit dem Audi e-tron hier in Abu Dhabi. Erstmal, was mir im Auto gut gefällt. Zum einen finde ich es wirklich schön, dass Audi einen typischen Audi auf die Straße gestellt hat, der nicht sofort als Stromer daherkommt und aussieht wie ein Raumschiff. Ich finde das Auto tatsächlich formschön, finde ihn von außen richtig gut, von innen übrigens ebenso. Ist halt, wie ich ganz ehrlich sagen muss, ein typischer Audi, ein bisschen progressiver, als wir es von den anderen Modellen kennen, aber es steht ihm wirklich gut. Dann kommen wir zum Thema Fahren. Der Wagen fährt sich ebenfalls wie ein Audi. Wirklich gut, sehr souverän, liegt gut auf der Straße. Die E-Maschine lässt mir die Wahl zwischen sehr komfortablem, sehr ruhigen Reisen und, wenn ich es will, auch mal ein bisschen sportlicherer Fahrt. Wenn wir jedoch jetzt über das Thema Reichweite sprechen, dann sieht es so aus, Audi sagt, mit der großen 95 Kilowattstunden Batterie habe ich eine Reichweite von über 400 Kilometern nach WLTP. Es ist aber im täglichen Gebrauch so, dass man ein Auto eben bei unterschiedlichen Wetterbedingungen fährt. Man fährt es auf der Autobahn gerne auch mal schneller und deswegen würde ich hier sagen, realistische Reichweite eher
mit 300 Kilometern rechnen, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn man nicht nur Vollgas fährt. Eine Sache, die ich beim Auto auf der einen Seite sehr schön und sehr spannend finde, auf der anderen Seite aber leider sehr unpraktisch, das sind die optionalen, sag mal, digitalen Spiegel. Also das heißt, dass ich über Kamerasysteme eben meinen Rückspiegel sehe. Und da ist es so, auf der Beifahrerseite funktioniert das relativ gut. Auf der Fahrerseite stimmt einfach für mich zum einen der Winkel nicht. Das heißt zum Beispiel bei Gegenlicht sehe ich in dem Spiegel mal stumpf gar nichts. Und ganz wichtig, bei der Armhaltung, die ich habe, nämlich meinen Ellenbogen auf der Oberkante der Tür und meine Hand am Lenkrad, verdeckt mein Arm komplett diesen Monitor. Und das sorgt einfach dafür, dass selbst wenn ich mich an das System gewöhnt habe, ich immer noch links einfach eine sehr eingeschränkte Sicht habe. Ich finde es spannend, sowas auszuprobieren, und ich finde es auch gut, dass man das macht, aber ich würde persönlich diese Option nicht wählen. Dann ist da noch der Preis. Audi sagt, Basispreis fürs Auto 79.900 Euro in Deutschland. Ich denke, das ist für einen großen Audi als SUV kein ungewöhnlich hoher Preis. Wenn man ihn jetzt noch so ausstattet, wie wir ihn fahren, würde ich sagen, man sollte sich eher an eine Zahl um die 90, vielleicht sogar Richtung 100.000 gewöhnen. Und damit ist der Audi sicherlich in diesem Preissegment auch nicht allein. Das machen andere wie Tesla oder Jaguar mit dem I-Pace auch. Also insgesamt ein tolles Auto. Aber wenn wir dann über das Thema Elektromobilität reden, reden wir auch über Ladeinfrastrukturen. Und da ist es einfach so, dass wir leider heute, vor allen Dingen in Deutschland, eben noch nicht die Möglichkeit haben, überall, wo wir gerade mal Strom brauchen, auch schnell nachladen zu können.